Wir sind hier immer noch an der Felsagave in Portugal in der Nähe von Albufeira. So, und nun gehen wir hier mal den Weg entlang. Ich will das mal so etwas zeigen, wie wunderbar diese Wege hier an der Felsküste entlang sind. Man sieht hier immer so kleine Buchten, in denen man wirklich auch dann sich mal ein bisschen erholen kann. So, jetzt gehe ich mal weiter. Da kann man schon sofort die nächste Bucht sehen. So, da kommt sie schon. Man sieht, hier haben auch schon einige Leute den Nachmittag verbracht. So, und nun gehen wir weiter. Hier, der Weg führt uns hier immer noch an der Felsenküste entlang. Das heißt also, wir sind schon einige Zeit unterwegs und es wird immer interessanter. Wir mussten auch schon ein kleines bisschen klettern. Das muss man eben auch hier sehen. Es bedarf schon einige Schuhwerks. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir da entlang müssen. Naja, das geht hier runter. Hier ist wieder so eine kleine, enge Gasse, die wir auch überwinden. Und dann geht es weiter. Man sieht hier auch wunderbare, alte, knochige Bäume und Agaven. Dann sieht man kleine Palmen an den Hängen. So, und das war eben der Strand. Na, das ist doch malerisch. Der Abend wäre hier gerettet. So, wir gehen aber weiter. Und hier die herrlichen Kiefern, die möchte ich auch mal aufnehmen. Riesenkiefern mit langen Nadeln. Und hier darunter einiges an Pflanzen, die auch schon teilweise verdorrt sind. Aber das hat ja nichts zu sagen. Kaum regnet es wieder hier, dann ist wieder alles hier in voller Blüte. So, jetzt geht es noch weiter. Hier ist wieder so eine schöne Stelle, wo man so tief hier das Meer sehen kann. Die Felsen, die haben hier kleine Palmen, die so an den Felshängen sich dann festsetzen. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Ja, das ist ja wirklich, sind ja wirklich zähe Pflanzen. So, jetzt gehen wir hier weiter, den Weg runter. Und jetzt muss ich erstmal schauen, wo ich da entlang muss. Hier gibt es zwei Varianten. Aber jetzt geht es etwas tiefer. Das heißt, absteigen. So. Schon alles sehr verwunschen hier. Da gibt es immer wieder kleine Möglichkeiten, wo man dann hier zum Strand kommt. Oh ja, jetzt haben wir aber hier einen sehr schönen Strand. Allerdings bin ich da etwas vorsichtig, da kann ich mich nicht so ohne weiteres runterbegeben. Ich glaube, ich werde mal den anderen Weg nehmen, denn hier ist es ein bisschen sehr steil, abfallend. Ja, man sieht es am Abend noch, welche schwimmen. Das ist natürlich herrlich. So, dann gehe ich mal hier den Weg rum. Versuche einen anderen Weg zu finden, der für mich wohl etwas leichter zu gehen ist. Man könnte sich fast so vorstellen, dass hier in diese, es ist ja richtiger Sand hier, der so aufgetürmt ist, und dazwischen sind so Wege. Das ist natürlich auch entstanden dadurch, dass wahrscheinlich Erosion, wie man hier sieht, sich da dann das Wasser seinen Weg gebahnt hat. Man kann jetzt hier sehen, das muss wohl auch so sein, denn hier ist
Hier ist dann der helle Sand mit dem Sand hier hinter uns vermischt. So, und dann haben wir hier noch die tollen, immer wieder schönen Sand aufgetürmten Sandfelsen und hier natürlich diese herrlichen Bäume, die ich schon immer wieder sehe, aber jetzt nicht weiß, welche das sind. Die gibt es hier sehr häufig. Sie sehen auch schon sehr knochig aus, schon etwas verbraucht, aber wunderbar. So, und dann gehen wir hier den Strand weiter entlang. So, das war's erstmal von einem der schönsten Wege, die wir hier gegangen sind, Richtung, ja, von Albufeira aus Richtung Guatire oder Guatire. Das war's erstmal.